50 Jahre Gänsehautmomente. 50 Jahre voller Erinnerungen. 50 Jahre alles geben. 50 Jahre das schönste Stadion der Welt. Schwarz-gelbe Geschichten. Präsentiert von Signal Iduna. Signal Iduna. Füreinander da. Letzte Woche war Peter Großmann zu Gast und diese Woche haben wir auch wieder jemanden hier bei uns sitzen bei den schwarz-gelben Geschichten, von dem ich glaube, dass er fantastische wird erzählen können. Soll ich denn Bruno oder Günner sagen? Ach, das ist mittlerweile wurscht. Also das ist, ich habe zwei Namen inzwischen. Ja? Denn, die meisten sagen Bruno oder Günner, also ich höre auf beide. Okay. Herr Knust, schön, dass du hier bist. Ja, das sagt kaum noch einer. Ja, nee. Tatsächlich. Duzen dich alle per se? Die meisten ja, doch zu 95%, ja. Ja. Außer bei Jüngeren jetzt, das stimmt man. Die Kinder haben, glaube ich, manche Kinder gegenüber von der Grundschule, die sagen dann sie für mich. Ja, okay, alles klar, verstehe schon. Nee, wunderbar, du darfst auch Sascha zu mir sagen, gut. Ist in Ordnung. Ja. Also erstmal schön, dass du mit dabei bist und das ist heute die Folge. Ihr seht, ich habe weder mein Tablet in der Hand, wo ein paar Notizen draufstehen, ich habe weder die Bücher in der Hand, weil Günner, der kann gleich einfach anfangen zu erzählen und irgendwann grätsche ich vielleicht nochmal rein und dann ist die Sendung vorbei. Mal gucken, ja. Ja? Ist aber, wir können ein bisschen Doppelpass machen. Ne? Ja, ich probiere es. Das, was zurzeit im Stadion nicht passiert. Ja, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Peter hat letzte Woche gesagt, als ich erzählt habe, dass du heute hier bist, hat er erzählt, oh, das wird legendär. Legende. Ach, Legende. Nein, Legende liegen am Friedhof, ja. Ich sitze noch hier. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Lebende Legende, so kann man sagen. Ja, ach, höre ich auch nicht gerne. Nee. Gut, pass auf, da müssen wir anders anfangen. Erzähl doch mal der jüngeren Generation, bitte. Warum bist du Borusse? Bist du überhaupt Dortmunder? Und so weiter und so fort. Okay, fangen wir mal ganz damit an. Ich bin geboren am Borsigplatz, wie sich das gehört. Näher am Borsigplatz als der BVB sogar. Und aufgewachsen dann später in Neving. Bin zu Borussia gekommen. Mein Vater und mein Opa, die haben mich mal mitgenommen zum Spiel von BVB gegen FC Saarbrücken. Saß ich noch auf der Laufbahn und das ist so, wie ich das in meinem Lied Borussia auch mal erzählt habe, als Kind mit dem Vater gekommen, der wurde von seinem mitgenommen, das ist weitergereicht, habe ich mit meinen Kindern auch gemacht. Mein jüngster Sohn wurde Borussia am Tag seiner Geburt, gleich Aufnahmeantrag gemacht und da hat man noch keinen Namen, aber durch die zugekniffenen Augen haben wir dann Shinji eingetragen und dann habe ich mich immer für Fußball interessiert, bin regelmäßig im Stadion Rote Erde damals noch gewesen, in der Nordkurve haben wir gestanden und bin dann ja zum BVB gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe da das Theater in Dortmund aufgemacht 1990 und der BVB hatte nach dem Pokalsieg eine Abstiegssaison, also immer ein Tanz auf der Rasierklinge, jede Woche verloren. Horst Köppel als Trainer sah aus wie der Ritter von der traurigen Gestalt, konnte die Jungs nicht mehr motivieren und da kam damals Dr. Niebaum auf die Idee, wir hatten uns kennengelernt bei Sponsorenveranstaltungen für die Vorläuferbrauerei von Brinkhoff, die damals Fantreffs gemacht hat mit dem BVB im gesamten Vorverkaufsgebiet und waren immer sehr hitzige Diskussionen. Ich durfte alle 30 Minuten das Blei aus der Luft nehmen, indem ich das humoristisch zusammenfassen durfte, was die sich da erzählt haben auf der Bühne. Und da ist er auf die Idee gekommen, wenn du Stadionsprecher machen würdest und das Publikum ein bisschen einstimmst richtig, das könnte durchaus sein, dass wir 10, 12 Punkte pro Saison mehr hätten. Und damals gab es noch die Zwei-Punkte-Regelung. Ne? Und das hat auch tatsächlich funktioniert. Ich habe es dann gemacht, war ein Kulturschock für mich, fürs Publikum auch, hat so 5, 6 Spiele gedauert, bis das funktioniert hat, aber dann haben wir in der Saison auch nur ein Spiel zu Hause verloren, ne? Und sind Vizemeister geworden. Also das lag jetzt nicht an mir, aber im Nachhinein denke ich, das Publikum hat eine Menge dazu beigetragen. Da entstand die gelbe Wand, so die Grundidee, wir haben viel mit den Fans gemacht. Mein Freund ist Ausländer, die Aktion ist in Dortmund entstanden, die hat der DFB hinter übernommen. Das ist alles durch die Interaktion mit der Süd und mit den Fanvertretungen damals entstanden. Schon jetzt ein super interessanter Einstieg und das Stadion war damals ja noch kleiner, müssen wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Ich meine, 48.000 hätten damals reingepasst, das korrekt? Ja, also manchmal waren es auch über 50.000. Ich fand das immer so toll, wenn der Geschäftsführer mir in der Halbzeit die Zuschauerzahl genannt hat. 48.721, ach nee, sagen sie 845. Ne? Und
war alles so über den Daumen. Aber es war immer rappelvoll. Ja, tatsächlich. Ich kann mich auch noch dran erinnern. Und dann wurde ja irgendwann ausgebaut. Aber zu der Zeit, das erzählen viele, die das miterlebt haben, weil ich in dem alten Stadion, sage ich mal, in dem alten großen Stadion nicht gewesen bin, sondern erst als es dann ausgebaut wurde, dass die Atmosphäre, die war sehr gedrungen. Und unten auf dem Spielfeld, wie erlebt man das dann? Von wo hast du dann auch die ganzen Ansagen gemacht? Standest du denn da überhaupt auf dem Rasen? Es war sehr britisch, das Stadion. Man muss dazu sagen, dass das Westfalenstadion ist ja auch kein Ovalstadion wie die anderen in der Bundesliga, sondern es war das erste eckige. Und dadurch eine andere Stimmung, britisch, vergleichbar vielleicht mit Bochum heute noch oder mit dem Betzenberg. Und ich habe das empfunden, diese Masse, die saugt einen aus, wenn man da. Ich bin auf den Rasen gegangen. Das hatten wir uns damals überlegt, es ist besser, wenn man als Sprecher auch zu sehen ist, zumindest vor dem Spiel. Und hinter waren wir dann in der Sprecherkabine unterm Dach. Das war vorher immer anonym, wenn da einer unterm Dach 1-0, 2-0, 3-0 erzählt oder auch die Mannschaftsaufstellung vorliest, wie ein Wetterbericht. Die Fans wollten damals schon mitbrüllen und das haben die oben in der Regie nur nicht gemerkt. Und das haben wir alles geändert. Und das wurde dann eben auch sehr lebendig. Und ich habe dann auch gemerkt, wie einfach man mit Massen arbeiten kann, wie man die auch manipulieren kann. Also es ist viel Verantwortung als Stadionsprecher, mhm, ne? Wenn man die, man kann die so oder so lenken. Ja, ich habe jetzt generell nicht das Gefühl, dass du jemand bist, der schnell nervös wird, nee. Aber vielleicht liegt es auch mittlerweile daran, dass du natürlich eine unfassbare Erfahrung hast, vor Publikum auch aufzutreten. Aber wenn man dann vor über 40.000 Menschen steht, das ist wahrscheinlich schon nochmal was anderes. Ja. Kannst du dich erinnern, wie es vor dem ersten Spiel für dich war, wo du wusstest, ich stelle mich da jetzt heute auf den Rasen und muss hier versuchen, die Massen heiß zu machen? Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, aber ich weiß noch, wie dieser Punkt näher kam, dass ich die Aufstellung da verlesen musste, dass ich da doch schon ziemlich Lampenfieber hatte und das, was mir selten passiert, auch die Düse richtig ging. Und ich dann überlegt habe, was machst du jetzt? Man kann sich ja nicht hinstellen und dachte, ich bin der Neue, sondern es ist, du hast ja nur wie auf der Bühne auch eine Minute hast du Chance, das Publikum zu kriegen oder nicht zu kriegen. Und ich verlasse mich dann oft auf so spontane Eingebungen. Ich stehe da unten vor der Südtribüne, hab das Mikro in der Hand, der zieht mich hoch und das Erste, was ich sage, Borussia, 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 will immer lauter werden. Auf einmal fiel die ganze Tribüne an mit Borussia, Borussia, Borussia. Das war wie so ein Mantra. Und mit einmal war ich da. Dann kann man auch das Publikum begrüßen und die Mannschaftsaufstellung vorlesen mit Vornamen, die brüllen das nach. Das hat sich ergeben. Da braucht man auch 4-5 Spiele, bis das so funktioniert. Was damals der Rolf Dänemark von der Watz, der hat einen Kulturschock gekriegt. Der hat mich totgeschrieben, scheiß Selbstdarsteller und sowas. Aber er hat erst später begriffen, um was es ging. Wir sind dann noch gute Kumpels geworden im Laufe der Saison. Aber vorher war dann auch am Rande der persönlichen Beleidigung die Berichterstattung. Ja, verstehe schon. Es waren noch andere Zeiten. Ich überlege gerade, welches Spiel da verloren wurde zu Hause in der Saison. Letzte Woche haben wir auch sehr viel über den falschen Verein gesprochen. Lass uns das diese Woche auf gar keinen Fall machen. Aber ja, also, erstes Erlebnis, hast du gerade erzählt, wie das war als Stadionsprecher. Wie hast du dich vorbereitet? Hast du dir auch wie beim Bühnenprogramm überlegt, was du dann machst während des Spiels? Oder besser gesagt, vor dem Spiel natürlich. Ich habe mir nur überlegt, mach keine Fehler. Weil das verzeihen sie dir ja nicht. Und ich wollte, dadurch, dass das vorher alles so anonym war in dem Stadion, wenn da die sonore Stimme von Walter Wollnewitz war, damals der Sprecher, der das, glaube ich, 20 Jahre gemacht hat, war eine vertraute Stimme. Jetzt komme ich auf einmal an und mache das da live. Wichtig für mich war die Erkenntnis, dass die Zeitverzögerung, du stehst da, sprichst ins Mikrofon und hörst dich ungefähr mit einer gefühlten Sekunde später da an, das irritiert dich schon. Dann muss man erstmal lernen, wegzuhören. Normalerweise, ich sage immer, wir sind Sprechdenker. Wir sprechen das, was wir denken, damit wir hören, was wir wissen. Aber das geht in dem Moment. Ich muss da alles ausklinken und dann ruhig sprechen. Und was ich auch sehr wichtig fand, eben auch die gegnerischen Fans mit einbeziehen, dass man die begrüßt. Die haben ja auch Eintrittsgeld bezahlt und sind teilweise lange Wege gefahren. Gehört einfach zum Anstand dazu, dass man als Gastgeber sie nicht nur verteufelt oder lächerlich macht, sondern auch schön, dass ihr da seid, gutes Spiel, die Punkte bleiben hier. Aber einen guten Gastgeber machen, mehr wollte ich eigentlich nicht. Oh, ich glaube, mit der Verzögerung, das würde mich wahnsinnig machen. Hat es dich nicht wahnsinnig gemacht am Anfang? Nein. Muss man ausklinken. Das ist dann so,
Gott sei Dank kannte man das ja von anderen Veranstaltungen schon. Wenn ich irgendwo auftrete, ich habe ja nicht immer optimale Tonbedingungen. Also manchmal ist es auch Jugend forscht, denn da muss er ja auch durch dann. Ja, schönen Gruß an unseren Regisseur Kevin Kiske an der Stelle. Das kennen wir natürlich hier auch, aber Spaß beiseite. Ja, also ich kann mir das schon vorstellen, wie du das eben gesagt hast, weil du hast das so erzählt, dass dir die Düse ein bisschen ging. Ja? Ja. Wie schnell bist du denn mit der ganzen Sache warm geworden? 2 Minuten dann. Ah ja, war doch recht halt fix, so. Ja, weil du merkst ja, was zurückkommt dann. Ne? Durch dieses Mantra-Ding mit dem Borussia, das war wie ein warmer Regen auf einmal. Du kriegst ein wohliges Gefühl, weil den Rücken runterläuft, denkst, es läuft. Jetzt muss nur noch das Spiel gut werden. Und dann hatten wir ja mit Chapuisat einen neuen Stürmer, der auch getroffen hat. Und ich glaube, irgendwann kam auch Stefan Kloß als Torwart da rein. Und es war eine Veränderung in der Mannschaft. Ottmar Hitzfeld war für mich, ich kannte ihn nur flüchtig, aber das war immer so ein Ritual, dass man sich vor die Hand gab und dann sich ein schönes Spiel wünschte. Und das war, wir haben uns ausgetauscht über Körpersprache bei Fußballern. Und ich habe ihm mal ein Buch geschenkt von so einem Pantomim, Sammy Molcho, weil er auch so auf Körpersprache stand, was die Spieler so ausdrücken. Will ich das Spiel gewinnen oder gehe ich mit hängenden Schultern schon auf den Platz? Seine Auffassung vom Fußball immer fand ich auch faszinierend. Hoffentlich nicht verlieren, sondern wie hoch gewinnen wir heute? Ne? Und diese Einstellung, die ich mental habe, muss ich auch körperlich ausdrücken. Und das war in der Saison ein riesengroßer Unterschied zu der Köppelsaison vorher. Ja, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und der ja. BVB ist ja dann Vizemeister geworden, sehr unglücklich tatsächlich an diesem letzten Spieltag, weil sie einfach in Leverkusen zu früh abgepfiffen haben, skandalöserweise. Ja, und Guido Buch war ein Kopf wie eine Zigarrenkiste, dass er den Ball noch getroffen hat. Dann da. Ich war in Duisburg. Wir waren schon fertig für den Platzsturm. Und dann wird man auf einmal ausgebremst. Also das war, tat schon weh damals. Aber es ist trotzdem ein schönes Erlebnis gewesen. Das kannten wir ja in Dortmund gar nicht mehr. Ja, wobei der Pokalsieg, dieser legendäre, würde ich mal behaupten, Pokalsieg 89, der war ja gar nicht so lange her. Aber du hast ja eben eingangs auch erzählt, ne? Dann ging es erstmal wieder ein bisschen bergab. Und dann kam Ottmar Hitzfeld als ganz junger Trainer aus der Schweiz. Keiner wusste, wer das war. Richtig, der hat aber einen sehr selbstbewussten Eindruck hinterlassen. Und ich sehe den noch bei der Pressekonferenz. Die Journalisten kannten das gar nicht anders, als dass der Trainer bei der Pressekonferenz vor dem Spiel die Aufstellung bekannt gab. Und das hat er nicht gemacht. Aber wo ist die Aufstellung? Warum kommt die nicht? Ja, die werden sie ja Samstag sehen, wer spielt. Nee, wir müssen ja auch, ja, schreiben sie auch selber mal eine. Da kann ich auch sehen, was sie von Fußball verstehen. Und da hat er die Journalisten schon ruhig gekriegt. Ne? Und fand ich sehr, sehr gut mit seinen Tricks, mit denen er gearbeitet hat. Und dass er auch vor den Spielern alles wusste. Der lange Schulz als Raucher, wenn der Trainer guckt, immer die Zigarette in seine Jacke getan. Und wenn die Jacken aus der Reinigung kamen, hat der Ottmar immer geguckt, wo sind Brandflecken in der Tasche. Und der kriegt alles mit. Auch wirklich ein toller Trainer gewesen. Ja, absolut. Hat er den Verein verändert mit seiner Zeit damals, mit seiner sehr, sehr erfolgreichen Zeit. Wir müssen jetzt gar nicht über die Meisterschaften und den Champions League und Weltpokal und alles sprechen, weil das hat natürlich alles verändert eigentlich bei Borussia Dortmund. Was glaubst du denn, wie viel hat das verändert, was du damals gemacht hast, dass du Stadionsprecher ganz anders interpretiert hast als alle vorher? Ich meine, gab es das in der Bundesliga schon vorher, dass andere den Stadionsprecher auf dem Rasen stehen hatten und der die Massen ein bisschen eingeheizt hat? Wenn ich heute mal überlege, ich glaube, der vom FC Kaiserslautern hat das auch gemacht. Ob der jetzt vor mir oder nach mir, ich weiß es nicht. Der hat das auch sehr gut gemacht. Und es war für die Bundesliga schon ja ein richtiges Umstülpen. Ich weiß, dass ich ja später für RAN bei Sat.1 gearbeitet hatte. Und wenn ich in München war, der Pressesprecher vom FC Bayern, der hat mich angesprochen, sag mal, bist du nicht der aus Dortmund? Ja, und dann hat der sich mit mir unterhalten, unsere Ansätze, warum wir das so gemacht haben. Da haben die in München im Olympiastadion, ist ja dann auch eine schreckliche Atmosphäre gewesen. Und dann haben die aber auch dann angefangen, was umzuändern. In anderen Stadien fing es auch an. Nehmen wir nur mal die Musik. In allen deutschen Stadien lief entweder die Hitparade rauf und runter vor oder Knüppelmusik. Weil die deutsche Fußball-Liedkultur, das war ja immer nur. Und ich habe mich zum Beispiel durchgesetzt damit, dass wir vor dem Spiel nicht von Saturn die Verkaufshitparade gespielt haben. Die Fans haben sich beschwert, wir können uns nicht einsingen. Wir müssen dann immer nur Schalalala und heute machen sie es selber. Aber diese Hits hören, das stört uns in der Vorbereitung. Dann
habe ich mich mal erkundigt, was kostet das an Werbegeldern? Das waren 1000 Mark pro Spiel. Das kann man darauf verzichten und dann andere Musik spielen. Und dass die Fans, so ist You Never Walk Alone ins Stadion gekommen. Das habe ich vorher gespielt von Gary and the Pacemakers. Ich habe andere Lieder mitgebracht, die massentauglich waren. Wind of Change, wo sie dann mitpfeifen konnten, einfach so einen Groove kriegten. Und dass You Never Walk Alone auf einmal in Dortmund zur Stadionhymne wird, hätte ich das gewusst, hätte ich es nie mitgebracht. Ja, das darf man auch nicht laut sagen. Das wird in 20 anderen Stadien auch gespielt. Was hat das mit Borussia Dortmund zu tun? Außer, dass es ein Fußballlied ist. Und spätestens, seitdem der FC Liverpool hier war und es richtig gesungen hat, dürfte man das in Dortmund nicht mehr in den Mund nehmen, der Lied. Das aber du hast recht, es wird in einigen Stadien gesungen, überall. Tatsächlich. Ich glaube, der FSV Mainz 05 in Deutschland hat das mittlerweile auch. Ja, also alle haben es, alle, denen nichts Besseres einfällt. Und das ist es ja, du musst ein bisschen mehr nachdenken, was man machen kann. Wenn der FC Bayern kam, dann haben wir mal ein bisschen Jodelmusik gemacht, wo die ganze Tribüne Humtata machen konnte. Es ging um gute Stimmung, Vibrationen haben die das damals genannt, weil ja auch die Bühne ein bisschen bebte. Und so haben wir versucht, guck mal, ich kann mich noch erinnern, wir haben ein Foto gemacht von der Südtribüne, das wollten wir für so ein Poster benutzen und dann kam mein Fotobearbeiter auf die Idee, mit der Lupe mal drauf zu gucken und dann haben wir Fahnen gefunden mit der 88 drauf und das kann man natürlich als offizielles Bild vom Poster nicht nehmen, wenn das vergrößert wird und dann haben wir gedacht, was ist denn da los auf der Tribüne? Da gab es ja die Borussenfront. Und dann haben wir mit unseren Fantreffen auch angefangen, die Borussenfront auszuhebeln. Das geht mit Borussia Dortmund und unseren Wertevorstellungen nicht. Und das ist ja tatsächlich damals auch gelungen, dass sie auf einmal innerhalb von einer Saison keine Rolle mehr spielten. Und das muss man dem BVB auch hoch anrechnen, dass wir das damals diesen Dialog gesucht haben mit den Fans, dass die, ich erinnere mich noch an meine erste Fanveranstaltung in der Brauerei, damals eine Weihnachtsfeier, kommen da rein, vielleicht 400 Fans, einer kommt vom Klo, wischt sich die Kotze aus dem Bad und umarmt mich erstmal, da war ich getauft, ne? War dann einer von denen, aber wir sind so nah rangegangen und haben mit denen gesprochen, Spieler mitgebracht und was passt euch nicht und die haben Gehör gefunden und wie vorhin schon mal erwähnte, dieses Mein Freund ist Ausländer, ist in Dortmund entstanden. Vielleicht macht sich der eine oder andere erinnern. Damals Sammy Sahne spielte bei Wattenscheid, vorher in Freiburg. Der Vater von dem Sahne aus Bayern, der wurde immer ausgepfiffen, wenn der am Ball war oder diese Affenlaute. Und dann hat er immer Tore geschossen. Und wir spielen gegen Wattenscheid und habe ich zur Südtribüne gesagt, lasst uns dafür sorgen, dass ihr kein Tor schießt. Benehmt euch und bejubelt ihn mal ein bisschen. Hat der Sammy sich bedankt hinter bei mir, hat noch nie einer gesagt. Und tatsächlich ist es dann auch so gekommen, dass er kein Tor geschossen hat. Aber wir haben uns dann bei einem Spiel später mit Marcel Raducanu auf dem Rasen unterhalten. Wie bist du nach Dortmund gekommen? Und der hat seine Geschichte erzählt. Wir haben andere Spieler, die für Borussia gespielt haben, die aus anderen Ländern kamen, die alle Bestandteil der Mannschaft waren und daraus wie so eine Familie dieses Gefühl erzeugt, was ja dann eben auch der DFB übernommen hat für die komplette Aktion hinterher. Aber es sind sehr, sehr viele Impulse von Dortmund ausgegangen. Und da, glaube ich, muss man Michael Mayer auch nochmal lobend erwähnen, der sehr viele Ideen hat und sehr viele Sachen mitgemacht hat. Das wäre ohne diesen Austausch, wäre das nicht stattgefunden. Und haben wir wirklich, glaube ich, Dinge gemacht, die von anderen Vereinen später übernommen wurden. Ja, das wollte ich nämlich eigentlich auch fragen. Jetzt muss ich mir eine neue Frage ausdenken, aber schaffe ich, glaube ich, schon. Was sich verändert hat einfach, in der Zeit, in der du das gemacht hast, weil du hast das jetzt nicht 15 oder 20 Jahre gemacht, beispielsweise wie dein Vorgänger. Da würde ich auch noch mal gerne nachfragen, weil man tritt ja dann ein Erbe an von jemandem. Also wir kennen das auch bei Radiomoderatoren, wenn eine Stimme lange dabei ist oder ich sag jetzt mal, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo Günther ja auch nicht mehr Wer wird Millionär moderieren wird, ja? Oder ein Tagesschausprecher wechselt, der lange dabei ist. Kloppo geht weg. Ja, Kloppo geht weg. Sowas passiert auch mal, so ganz verrückte Sachen. Aber da sind die Leute ja dran gewöhnt. Und teilweise selbst, ob sie es gut oder schlecht finden, spielt dann gar keine Rolle mehr. Aber sie kennen es einfach nicht anders. Wie war da der Dialog mit deinem Vorgänger eigentlich? Der ist kalt abserviert worden. Oh. Ja.
Der hat dann kurz. Hätte ich jetzt nicht fragen dürfen. Ja, aber ist so, so ist Fußball. Guck dir mal an, wie manche Spieler beim BVB verabschiedet wurden. Ich denke immer noch Niven Subotic und so. Die haben Abschiede gekriegt, auch Schmelle, die haben die nicht verdient. Geht, der Fußball ist sehr herzlos. Habe ich am eigenen Leib auch erfahren müssen, wie herzlos das ist. Und gerade Profifußball, da interessiert nur da unten die 22 Jungs auf dem Platz, die müssen den Ball treffen, der Rest ist uninteressant. Und der hat das ja über 20 Jahre gemacht mit seiner sonoren Stimme. Das war sehr seriös. Der war, glaube ich, auch noch Sachbearbeiter bei Hösch irgendwo. Der hatte sehr viele Kumpels im Stadion, war beliebte Figur. Und jetzt komme ich, mache das ganz anders. Aber der Erfolg hat mir hinterher dann auch geholfen, dass wir eben diese Heimspielserie dahingelegt haben. Mit den, wir waren auf einmal in der Tabellenführung oben immer an Platz 1, Platz 2. Und diese Euphorie nimmt dich mit. Und dann das neue BVB-Gefühl. Wir und das gab es ja vorher nicht. Dass man auch Fans mal angesprochen hat, mal ernst genommen hat. Ich kann mich an Spiel erinnern, wenn es nicht richtig lief, dann habe ich alle Tribünen ausgeklinkt. Ich konnte da die Knöpfe drücken, dass die Lautsprecher da nicht gingen. Habe nur auf die Süd gesprochen. Das war verboten, aber hat ja keiner gehört. Ne? Von den Offiziellen war ja keiner auf Süd. Und dann hat man da auf einmal wieder Stimmung erzeugen können. Und dadurch haben wir manchmal den dritten Wind gekriegt. Wenn so, man liegt 2-0 zurück bis zur 80. Minute und geht mit dem 2-2 nach Hause. Weil dann die letzten 10 Minuten nochmal richtig Dampf gemacht wurde. Und auf so Ideen muss man kommen. Wenn schlechte Laune im Stadion war, da hat so ein Walter Wollnewitz damals nie was gesagt. Ich habe dann einen Aufruf gemacht, Willi Schubidu, bitte zu Hause anrufen, Sie sind Vater geworden. Dann war die nach einer Minute immer noch schlechte Stimmung. Dann sind Vater von Zwillingen geworden. Also bis Vierlinge habe ich gemacht. Ne? Dann haben auch die Zuschauer gemerkt, dass da irgendwas nicht richtig ist, aber fing an zu lachen und dann ist durch das Lachen ist die Aggression draußen gewesen und dann kommt auf der Turbo wieder oder bei der Zuschauerzahl. Immer nur sagen ausverkauft, dann waren ein paar Plätze vielleicht frei gewesen. Ich habe gesagt, heute fehlen 7, entschuldigt. Ne? Und immer wieder für Lacher zwischendurch sorgen. Ich muss mich da zusammenreißen. Ja, und es ist ja ernst genug, was da unten läuft. Aber wenn eine Stimmung im Stadion zu kippen droht, dann muss ich eingreifen oder irgendwas machen. Das habe ich für mich jedenfalls damals so als Marschroute ausgegeben. Und das hat auch Gott sei Dank immer funktioniert. Ne? Wie waren denn so die ersten Reaktionen dann nicht im Stadion sozusagen, aber was hat Michael Mayer dann hinterher zu dir gesagt oder andere im Verein oder auch Freunde von dir vielleicht, die im Stadion gewesen sind oder auch mal Leute, die dich auf der Straße getroffen haben, wie haben die dich dann so, sag mal, bewertet als Stadionsprecher, als Neuling? Auch das lief ja dann mit dem Erfolg eigentlich ganz gut und Michael Mayer war wieder einer von denen, die dann auch gesagt haben, wenn ich mal wieder mit Verbesserungsvorschlägen kam, wichtig ist, dass die den Ball treffen und Dinge, man muss ja sehr viel Geduld haben, wenn man was anstößt, immer wieder nachfassen, wieder nachhaken. Ich erinnere mich an die Sache, wir haben damals die Borussia-CD rausgebracht, die sollte zum Schalke-Spiel draußen vorm Stadion verkauft werden. Und dann hat der BVB die CDs irgendwo in den Stadionkeller gepackt und am Tag des Spiels weiß keiner, wo der Schlüssel ist. Und ist natürlich alles verreckt, aber so ist das beim Fußball. Man fasst sich oft an den Kopf, dass das professionelles Geschäft ist und was da alles schief gehen kann. Ne? Dass ein Europacup-Spiel stattfindet und die verantwortliche Person im Management dem Busfahrer nicht Bescheid sagt. Hör mal, heute ist nicht Champions League, heute ist Euroleague und das Spiel ist schon um 19 Uhr. Ne? Und dann ist der Bus nicht da, da fahren wir im Taxi ins Stadion. Und sowas passiert in einem hochprofessionellen Sport immer noch. Ne? Hast du denn oder haben andere den Schlüssel für den CD-Tresor sozusagen wieder gefunden? Ja, aber viel später. Ne? Da haben wir auch das Spiel noch verloren. Also der Hype war weg. Ne? Man hätte vorher, wo sie alle heiß drauf waren, das Ding wurde im Radio gespielt, alle, das wollten sie kaufen. Dann gab's das nicht. Ne? Die Mädels mit ihrem Bauchladen konnten alle wieder nach Hause geschickt werden. Und es ist, es ist manchmal überall, wo Menschen mitarbeiten, auch viel Stümperei. Damals, was mir sehr missfallen hat, ist zum Beispiel, dass beim Training, die zogen sich ja dann auch in der Stadion-Umkleidekabine um und trainierten Rote Erde oder im Freibad nebenan auf der Wiese. Und dann gab es die Goldkettchenverkäufer, die standen dann vor der Kabine und die konnten in die Kabine reingehen und den Spielern Versicherungen und Goldkettchen verkaufen, bis der Frank Mill irgendwann mal alle rausgeschmissen hat. Aber so offen war das damals auch, dass diese ganzen Vertreter da
reingehen konnten oder angehende Spielerberater, die sich da irgendwo einen rausgeholt haben. Eigentlich unvorstellbar mit heute, wo die so abgesichert sind wie ein Hochsicherheitstrakt. Geh mal am Spieltag ins Arrivé-Hotel, wie viele Security-Leute da sind, dass man bloß irgendwo einen Spieler sehen könnte. Ne? Und das ist ja dieser Zeitwandel auch. Ne? Wenn ich jetzt so überlege, also du erzählst von natürlich vielen besonderen Momenten und interessante Anekdoten, aber was ist dir aus dieser Zeit am meisten so hängen geblieben? Hängen geblieben ist mir einfach wirklich, wie man mit Massen umgehen kann, wie man die, ich habe das immer den Khomeini-Effekt genannt, wie man die auch manipulieren könnte, wenn man wollte, wo ich mich immer aber auch gezwungen habe, das nicht zu machen, es sei denn, ins Positive mal zu lenken, aber wir sind damals zusammengerückt. Mit einmal war dieses Wir-Gefühl da, BVB-Familie und etwas, was vorher so ziemlich anonym die ganzen Jahre, man muss ja mal sehen, wir waren ja aus der zweiten Liga hochgekommen, dann zufällig Pokalsieger geworden, man hatte mal was zu feiern, aber irgendwo dümpelte der BVB darum, wo heute Wolfsburg ist. Und um Gottes Willen. Ja, wir waren einfach keine Nummer, die ernst genommen wurde. Und mit einem Mal sind wir wieder wer gewesen. Der BVB war damals ich erinnere mich noch, zweiter, dritter Ottmar Hitzfeld-Jahr war der BVB die beliebteste Mannschaft in Deutschland auf einmal. Wir waren sympathisch, wo wir heute weit, weit weg von sind. Und ich war in Hamburg auf der zugefrorenen Alster Schlittschuh laufen und wie viele Kinder in Hamburg mit dem BVB-Schal rumgefahren sind, damals auf dem Eis, unvorstellbar. Überall, wo man hinkam, ach Dortmund, es war wirklich ein positiver Hype, den wir in den Rest des Landes und der Liga verbreitet haben und wo viele zu uns geguckt haben, guck mal, was machen die anders? Und ja, es war ja auch schnell wieder vorbei. Ich habe es ja, glaube ich, 2 Jahre nur gemacht. Aber ich habe mir, wenn ich mir heute die Entwicklung im Stadion angucke, also in den Stadien in ganz Deutschland, denke ich, da ist noch viel, viel Nachholbedarf. Man könnte vieles besser machen, auch mit der Gewalt in den Stadien. Also heute würde ich zum Beispiel, wenn ich ins Stadion gehe, die spielen ja Gott sei Dank im Augenblick so, dass ich nicht oft gucken kann. Die spielen ja oft abends, wo ich auf der Bühne stehe. Ich würde gerne Tennisbälle mitnehmen. Wenn es scheiße läuft, dann werfe ich ein paar Bälle auf den Platz, damit es aufhört. Aber ich bin auch froh, wenn sie sonntags spielen, dann ist nur ein Drittelwochenende versaut. Und da viele Dinge, die ich nicht gerne sehen möchte im Moment. Und das war damals genau umgekehrt. Es gab keine Karten, wir waren immer ausverkauft und die Dauerkarten gingen weg wie warme Semmeln. Das war ein richtiger, eine Wiedergeburt des Vereins und der hat den Stellenwert gehabt, den er eigentlich auch verdient hat in Dortmund. Und für seine damaligen Verhältnisse auch noch sehr bescheiden aufgetreten ist. War das deine bislang schönste Zeit als Borusse, wenn ich das so ausdrücken darf, weil natürlich, du hast gesagt, du bist dann auch früh schon mit ins Stadion genommen worden und warst direkt mit dem Virus auch infiziert und bist näher am Borsigplatz geboren als der Verein sozusagen. Aber es gibt ja immer so Phasen in einem Fansein. Ne? Irgendwann fängt man an, dann ist man als kleines Kind vielleicht euphoriert, dann geht man als Jugendlicher erstmal alleine ins Stadion, vielleicht ohne den Vater und so weiter und so fort. Dann hat man hinterher eine Perspektive wie du jetzt, also du blickst mehr zurück und so weiter, als du vielleicht sogar in der Aktualität bist. Aber gab es so eine Phase, die schönste war? War das vielleicht sogar diese Phase? Nach dem Pokalsieg dann nochmal ein bisschen bergab und dann eigentlich gefühlt immer nur bergauf? Es war die, wo ich am nächsten dabei war. Und ich hüte mich davor, in der Vergangenheit zu gucken. Ich kann das Leben in der Vergangenheit erklären, aber Leben muss ich nach vorne. Wenn ich heute noch dabei wäre, dann würde ich die Scheiße, die da gerade abläuft, wahrscheinlich auch noch gut sprechen. So wie Sebastian Kehl das im Doppelpass gemacht hat oder so. Der hat sich wahrscheinlich auf die Zunge gebissen hinterher, das, was er da alles erzählt hat. Aber andererseits, was kann er sonst auch erzählen? Er will ja gerne in der Hierarchie einen höher gehen und kann sich ja nicht um Job und Kragen da reden. Aber man muss das dann auch verteidigen, wenn man zum inneren Zirkel da gehört. Aber ich habe immer auch so diese Wellenbewegung gehabt. Es gab Zeiten, wo es mir schon keinen Spaß gemacht hat, wo ich lieber mit dem Hund spazieren gegangen bin, als mir den Quatscher unter Thomas Doll anzugucken. Unter Favre habe ich auch sehr gelitten und unter Stöger. Ja, Peter war ein guter Typ. Wer war ein guter Typ? Peter Stöger. Der Beste war seine Frau.
Das hast du jetzt gesagt. Aber ja, die ist als Schauspielerin, glaube ich, oder sowas unterwegs. Ja, gute Schauspielerin. Und er war doch verkleidet in Dortmund. Dem haben sie eine schwarz-gelbe Kappe aufgesetzt. Und jetzt machen wir das, was in Köln gemacht ist. Also, ich sehe den noch. Du sollst jetzt von den guten Zeiten sprechen. Ich wollte doch von dir wissen, was war die Zeit, die du am meisten genossen hast als Borussia? Genossen habe ich zum Beispiel den Champions League-Sieg damals. Ich habe die Zeit, Wembley fand ich auch klasse. Kloppo, die ganze Zeit fand ich sehr gut. Nein, ich habe diese Wellenbewegung. Am intensivsten dabei gewesen bin ich tatsächlich in der Stadionsprecherzeit, weil man da auch mehr gefragt wurde und der Rat auch zählt. Was können wir hier machen, was können wir da machen, wie können wir nochmal was verändern. Das interessiert ja heute alles keinen mehr. Heute, ich glaube, noch niemals die Ergebnisse interessieren einen. Ne? Es ist einfach ein... Doch, ich will jede Woche wissen, wie Borussia gespielt hat. Ich meine, ich rede jetzt von der Gardinenabteilung. Ja, da bin ich aber ganz weit von entfernt. Du auch, mittlerweile. Ja, aber ich frage mich immer bei der Gardinenabteilung, sehen die nicht das, was wir sehen? Und warum Money makes the ball go round, heißt das ja in Dortmund. Es wird zu viel von uns erwartet, was wir schlucken müssen mittlerweile. Und uns wird zu viel zugemutet. Wir müssen alles gut finden. Und wir sind seit 7 Jahren in einem Prozess. So ein Prozess muss auch mal abgeschlossen werden oder muss abgesagt werden. Sitzt am toten Pferd, muss er absteigen. Also es kann ja nicht immer so weitergehen. Und jedes Jahr das Gleiche. Beinahe hätten wir es geschafft. Ich habe die Meisterschale da liegen, muss mich nur bücken. Und hinterher reicht es, wenn der Trainer sich vor der Südtribüne stellt, aufs Herz klopft und eher BVB singt und jo, nächstes Jahr. Wir sind so mit so viel Kleinigkeiten heute zufrieden und ruhig zu stellen. Ich muss immer noch sagen, der Einzige, der Ahnung hatte vom Fußball, ist unser Oberbürgermeister, der gesagt hat, vor Pfingsten auch, lohnt nicht in die Stadt zu gehen, bleib lieber zu Hause. Der hat geahnt, was kommt. Um Gottes Willen. Der hat geahnt. Ich weiß nicht, ob ich ihn hätte einladen sollen. Hat es dir trotzdem Spaß gemacht, ja? Was hat mir Spaß gemacht? Ja, hier die halbe Stunde jetzt, die schon rum ist. Ist die echt schon rum? Ja, guck mal hier. Ich wollte noch was anderes eben erzählen, 2 Minuten noch. Ja, natürlich, die Zeit haben wir noch. Warum sind so wenig Toiletten im Stadion? Das wirst du mir jetzt beantworten. Ja. Mein früherer Schwiegervater lebt ja nicht mehr. Politiker in Dortmund war damals mit in der Planungsgruppe. Es durfte ja nur 32 Millionen kosten, das Stadion. Und jetzt gehen die Kosten ein bisschen hoch. Dann sitzen die ganzen Herrschaften von der Stadt über den Bauplänen. Wo können wir sparen? Wo können wir sparen? Und dann sagt einer, guck mal, wie viel Klos sie hier haben. Ist das ein Fußballstadion oder ein Treff für Blasenkranke? Stadion, siehste, zack, 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 haben sie erstmal die Hälfte der Klos gestrichen. Und die namentliche Abstimmung. Es gab einen Politiker in Dortmund, der dagegen war. Es war ja damals auch, als das gebaut wurde, sehr umstritten hier, weil die Stadt ja kein Geld hatte. Und dann wollte der dagegen stimmen. Die Mehrheiten waren aber nicht gegeben. Dann kriegte der abends einen Anruf, wie man das sonst nur aus Filmen kennt mit Robert De Niro und Al Pacino. Du bleibst morgen besser zu Hause, bist krank. Ne? Und dann wurde das so durchgewunken. Aber es ist schon kurios, wie manchmal so Entscheidungen, die der Stadt ja hinterher gut tun, wie die dann entstehen und was das auch für Auswirkungen hat. Dass wir heute alle, wenn wir Druck auf der Blase haben, keiner weiß, dass sie damals einen Rotstrich in der Hand hatten, aber ohne den Strich hätte es das Stadion auch nicht gegeben. Dann sage ich mir heute, gut, dann knickel ich lieber eine Viertelstunde, aber ich habe ein schönes Stadion. Und es hat uns eine ganze Menge gebracht, dass wir es veranstalten. Und ohne das Stadion, glaube ich, würde uns eine Menge fehlen. Wenn ich vorm Spiel mal im Rote Erde Stadion bin, gucke ich immer, wo hast du damals in der Nordkurve gestanden? Da waren ja auch die Blöcke anders verteilt. Da waren auch in der Nordkurve, die, was heute Süd ist, auf der Haupttribüne waren die Borsigplatz-Leute und auf der Gegenseite die Höschis. Und die Südtribüne, hat man mir erzählt, die ist ja nur entstanden wegen der Sonnenstrahlen. Die wären ja sonst auch von Nord gewesen auch, aber auf der Süd war schattig. Lass mal die Gäste schwitzen. Und wie so Zufälligkeiten manchmal doch eine Sache positiv beeinflussen und hinterher so viel Wirkung auslösen wie das. Und da muss ich sagen, bin ich froh, dass ich eine Zeit lang mittendrin dabei sein durfte. Heute ist es mir manchmal ein bisschen fremd, aber Zeiten ändern sich und muss das so akzeptieren, wie es ist. Hauptsache, wir spielen irgendwann mal wieder guten Fußball. Ja, da bin ich aber überzeugt worden. Das wird passieren. Wir haben zwischendurch immer mal eine Phase gehabt. Nächste Saison. Ja. Jetzt noch einmal. Noch einmal. Irgendwann, ja. Ich glaube, wendest du dich gerade von den Zuschauern ab?
Das gibt's doch gar nicht. Das ist in München so. Ja, ja, aber wir haben ja da die Kamera. Ach so. Entschuldigung, ich war schon im Feierabend-Move. Nein, es muss eine Menge passieren. Ich glaube auch, das Publikum auf der Süd muss sich neu erfinden. Bin ich immer wieder entsetzt. Das fängt beim Bochum-Spiel fing das gut an, beim letzten Heimspiel fing es gut an. Und nach 30 Minuten, und dann hängt der Kopf schon wieder runter. Und spreche ich mit Spielern, erzählen die mir, das schläfert uns auch ein. Warum ist das so? Warum schalalalala? Und es geht doch in anderen Stadien auch anders. Und die feiern sich ab für was? Aber vielleicht lässt du dich nochmal von Nobby Dickel einladen, Co-Moderation? Ich glaube, zur geschiedenen Frau gehst du auch nicht zurück, ne? Oh, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Nein, die Zeiten ändern sich. Wer weiß, wie Herr Knust. Herr Knust, bitte maßregeln Sie sich. Jetzt frage ich aber, hat es dir denn Spaß gemacht? Wir haben jetzt schon deutlich überzogen. Ja, klar, das hat Spaß gemacht. Also, ich mache ja gerne sowas, ne? Ich habe das gleiche Pult zu Hause. Ich mach nur nichts damit. Aber nee, Podcast finde ich klasse. Ich höre auch eure Podcasts inzwischen regelmäßig. 7 Jahre gibt's das, ne? Ja, bald 8. Bald 8, ja. Ja, das freut mich. Ja. Hast du denn andere schwarz-gelbe Geschichten schon gesehen? Hier von? Ja, natürlich. Mit Hansi Küpper zum Beispiel oder jetzt zuletzt mit Felix Meininghaus und so weiter und so fort. Nein, ich gucke das ja nicht. Ich höre immer nur. Ah, du hörst immer nur. Ja, das ist auch in Ordnung. Das ist das Wichtigste. Das läuft jetzt auf der Website und... Ja, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Ah, ich erkläre es dir aber gerne hinterher nochmal. Das ist gar kein Problem. Nein, aber ich bin im Moment mehr vom Hören. Ne? Ich gucke auch kein Fernsehen mehr. Bei ProSieben zeigen wir zwischen Werbung Filme, das irritiert mich. Ja, aber hier gibt es ja zum Glück keine Werbung. Ich freue mich aber, dass du dabei gewesen bist. Wir könnten locker noch eine halbe Stunde plaudern. Ja, klar. Das Problem ist, ich persönlich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich habe gleich einen Termin und fliege heute noch ins Ausland. Also, wir müssen hier abbrechen. Haust du ab vom nächsten Spiel, oder? Nein, um Gottes Willen, das würde ich nie tun. Ist aber eh auswärts, von daher kann ich das diese Woche noch verkraften. Bremen, ja klar. Ja, ja. Bremen habe ich mal viel Ärger durchgekriegt, aber ist eine andere Geschichte. Ja, ja, okay, dann laden wir dich nochmal ein, so machen wir das. Herr Knust, ja, ich danke Ihnen, dass Sie hier gewesen sind. Ich hoffe, ihr da draußen seid auch bestens unterhalten gewesen. Und vergesst nicht, nächste Woche erzählen wir die nächste schwarz-gelbe Geschichte. Ich glaube, die wird auch wieder sehr spektakulär. Ich weiß jetzt aktuell noch nicht, wer da zu Gast ist, aber ich bin mir relativ sicher, ihr werdet wieder einschalten. Danke für deine den Zeit. Platzwart könnte man holen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe noch 1-2 Slots frei hier bei diesem Format. Also, danke für eure Zeit, danke nochmal für deine und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Dafür Teamplayer. Dafür dich und deine Familie. Dafür alle. Signal Iduna, dein starker Partner für Versicherungen und Finanzen. Signal Iduna, füreinander da.